Tag mit. Und zwar fahre ich diesmal mit dem Biobike. Die Reise geht von Bradwede über Abendwedde und zurück über Iselhorst nach Bradwede. Das sind 30 Kilometer. Mal gucken, wie ich durchkomme. Ich bin ja schon lange kein Biobike mehr gefahren. Ich fahre ja immer nur mein E-Bike ohne Motor. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Mitfahren. Weiß ich zwar nicht, wie schnell ich aktuell fahre, aber Komoot nimmt das Ganze ja auf und zeigt mir dann zum Schluss die Durchschnittsgeschwindigkeit. Und die ist ausschlaggebend. Wie man sieht, ist das ein Crossbike mit schmalen Reifen, 1,75er. Das Fahrrad hat keine Federung, ist ein starres Mountainbike. Jetzt kommt der erste Anstieg. Ja, ein bisschen runterschalten, mache ich ja beim E-Bike auch. Und dann geht das hier auch ganz normal den Berg hoch. Einmal über die Autobahnbrücke. Das ist natürlich ein Unterschied, ob man ein EMTB unter sich hat mit fast 23 Kilo oder so ein kleines Biobike mit 12, 13 Kilogramm. Wobei, wenn man erstmal rollt, rollt man. Das Wetter ist herrlich, der Wind kommt mir leider entgegen. Somit muss ich ein bisschen stärker in die Pedalen treten. Aber es fühlt sich alles sehr fluffig an. Durch die Stargabel merke ich natürlich jede Bodenwelle, wenn ich nicht darauf vorbereitet bin. Aber ansonsten versuche ich natürlich alles mit meinen Gelenken abzufedern, Knie und Arme entsprechend einzusetzen. Den Weg, den ich gewählt habe, geht überwiegend über Landwege, mal auch über Radwege an der Straße entlang, aber nicht durchs Gelände. Ganz normal eine Fahrradtour mit dem Bio Mountainbike.
Vor allen Dingen ist es hier eine sehr schöne Gegend zu fahren. Schön ländlich. Das macht richtig Spaß. Noch ein paar Kilometer, dann habe ich Argenwedde erreicht. Dann muss ich einmal die B61 überqueren, um dann über die Isselhorster Landstrecke zu fahren. Nette Namen haben wir hier. Alpenrosenstraße. Links ist Miele zu sehen. Das bedeutet, wir sind jetzt am Rande von Gütersloh. Ein bisschen Sport muss sein. Das sage ich mir auch immer.
90 Metern an der Kreuzung leicht links abbiegen auf Hüttenbockstraße, fahren Sie von Rhein. Stand doch einfach ein Blitzer. Na ja, gut. Wir beginnen jetzt die Fahrradstraße. Und die Autos müssen ganz schön fahren. 30 km/h ist erlaubt. Aha, nicht mehr hier. Anlieger frei. Hier müssen die Autos mal schön aufpassen. Sowas ist doch mal eine richtig tolle Radfahrinitiative. Schöne lange Fahrradstrecke bzw. Fahrradstraße. Der Postdamm. Den Gegenwind kriege ich hier aber auch ganz schön zu spüren. Ist los, noch 2 Kilometer. Das war jetzt ein kleiner Teil Blankenhagen. Also das Fahrrad rollt richtig gut. Bin jetzt ja hin und wieder mal gefahren. Aber auf meinem EMTB Hardtail sitze ich natürlich noch am liebsten. Die Komponenten sind recht leichtläufig. Und vor allen Dingen auch gut treten. Da macht das schon richtig Spaß. Freundliche Dorf, ist sowas. Dann wollen wir hier mal freundlich durchführen.
fahre immer sehr gerne durch diese Nebenstraßen. Meistens sind es schöne Alleen. Und wenig Verkehr ist auch. Da hat man dann seine Ruhe und kann die Natur genießen. Also auf diesem Stück komme ich sehr gut voran. Habe leider keinen weiteren Gang mehr zum Hochschalten. Und das Reifengeräusch ist herrlich. Das säuselt so schön. Jetzt geht es gleich über einen Bauernhof. Weil wenn ich die Straße geradeaus weiterfahren würde, käme ich auf die B61 zwischen Bradwede und Gütersloh. Jetzt wird es dann doch ein bisschen ländlich. Habe ich ganz vergessen, dass ich ja hier durch muss. Somit mindert das ein wenig meine Geschwindigkeit. Auf der Straße bin ich natürlich wesentlich schneller. Aber die Crossreifen haben ein gutes Profil und die werden mich hier schon sicher durch den Wald führen. Ohne Federung ist das hier natürlich ganz schön ruppelig. Und sandig ist es hier ja auch. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich Sand hasse? Oh. So, jetzt aber. Jetzt gleich. Auch. Gleich habe ich es geschafft. So, nun bin ich wieder auf dem Weg. Noch ein paar Kilometer und dann bin ich auch schon wieder zu Hause. Die Verbindungsstrecke zwischen Emmen und Düsseldorf lässt sich sehr toll fahren. Fahre ich auch sehr gerne. Kann ich jedem empfehlen, der hier in der Gegend wohnt.
diese lange Strecke ist schön ländlich, wenig Verkehr und alles über Land. Ab und zu mal durch ein paar Alleen. Also wirklich herrlich. Aktuell fahre ich auf dem Radweg neben der B61 in Richtung Bradwede. Aber nach einigen Metern werde ich rechts abbiegen und weiter über Land fahren. Geschafft, Straße überquert und weiter geht's. Jetzt rechts halten. Ab durch den kühlen Wald. Folge den Weg 1,1 Kilometer. Einmal durch den Tunnel. Auf zum Endspurt. Bradwede, ich komme. Geradeaus auf Fahrrad.
den Berg da vorne muss ich noch erklimmen. Und dann habe ich es fast geschafft. Da hat sich doch der Training mit dem E-Bike ohne Motor zu fahren auf jeden Fall ausgezahlt. Aber das Schöne ist, es geht wieder bergab. Oh, ich kann noch mal entspannen. Gleich links drei. Bragwede. Da ich erst im sechsten Gang bin und auch sehr zügig unterwegs gerade war, hätte ich wohl ohne Probleme den E-Bike vor mir überholen können. Aber ich will mir ja keinen Wettkampf machen. Der fährt aber auch sicherlich auf einer sehr einfachen Stufe. Ich tuckere da so ein bisschen vor sich hin. Ich muss sowieso gleich rechts abbiegen. Und dann sind es noch ein paar hundert Meter. Und ich habe die Tour geschafft. Das war's. Ich bedanke mich, dass ihr mitgefahren seid auf meiner heutigen Biotour. 30 Kilometer von Bragwede über Avenwedde an Gütersloh vorbei, durch Blankenhagen, nach Isselhorst, Ummeln und zurück nach Bragwede. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald. Macht es gut. Habe ich euch schon mal gesagt, dass ich senken mag?